Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Oberligaspiel zwischen den Harzer Falken und den Wedemark Scorpions. Endstand 5:0 für die Harzer Falken und ich begrüße beide Trainer von den Wedemark Scorpions, Dieter Weiß, herzlich willkommen. Und von den Harzer Falken, Bernd Dohlmann, herzlich willkommen. Und ich würde an beide Trainer bitten, ihr Statement zum Spiel abzugeben. Unseren Gästen gehört natürlich das erste Wort. Okay, erstmal einen schönen guten Abend. Ja, wir wussten, dass es schwer wird, hier in Baulage zu spielen. Wir sind ziemlich knapp an der Position, wo wir wollen ja beide in der Liga bleiben. Wussten, dass es sehr schwer wird. Wir haben einen Mini-Kader im Moment. Und wenn wir keine Tore schießen, euer Torwart hat klasse gespielt, er stand wie eine Wand. Und wenn wir keine Tore schießen, dann kannst du auch nicht Eishockey gewinnen. Das ist ganz klar. Und ja, super gespielt, defensiv. Wir hatten Chancen, wir haben sie nicht reingemacht. Was sollen wir machen? Wir können nur warten auf das nächste Spiel und weiterarbeiten. Vielen Dank. Wir machen weiter bei Bernd. Dein Fazit. Bingo. Noch Fragen? Nein. Das Gesicht sagt alles. Nein. Ich muss heute wirklich sagen, ich habe es auch unten in der Kabine gesagt, ich hatte zwei ganz speziell gratuliert. Das war einerseits dem Teamgeist, weil ich glaube, dass heute jeder gesehen hat, dass das eine Mannschaft ist und nicht, wie ich mal letzte Woche vorwerfen, anhören, schieß mich tot musste, so und so. Und für Fritz hat es mich wirklich verdient, wirklich gefreut, weil er hat sich über Wochen verdient. Er spielt seit Wochen in wirklich einer bestechenden Form. Und er muss noch zwei gute Torleute ersetzen, wo er mal eine Pause haben könnte, die einfach nicht geht im Moment. Und da muss ich sagen, Respekt. Beim Spiel, wir haben am Sonntag bei den Indians, glaube ich, schon sehr gut gespielt. Von der Einstellung her und von den Sachen jetzt heute wusste man natürlich alle, dass schon von außen sehr viel Druck da war. Ich habe vor dem Spiel gesagt, wir müssen Geduld haben, wir müssen versuchen, die vom Tor wegzuhalten. Wir haben eine bärenstarke erste Reihe. Und ich glaube, es gab nicht viele in der Liga, die es geschafft haben, dass die kein Tor schießen. Und ich glaube, mit Minute zu Minute hat die Mannschaft immer mehr Selbstvertrauen gekriegt. Als Mannschaft, nicht als Einzelner. Und hat immer härter gearbeitet und gerade so nach 5 Minuten im zweiten Drittel war ich mir eigentlich, lässt sich einfach sagen danach, aber war ich mir relativ sicher, dass wir das Spiel gewinnen, weil sie wirklich alles reingeworfen haben, jeder Einzelne. Und wenn man die anderen Ergebnisse hört, denke ich mal, dass wir jetzt ganz, ganz, ganz weit sind und ein bisschen entspannter sein können, weil auch wenn das vielleicht viele nicht glauben, die Mannschaft macht sich selber bei so Situationen riesen Druck. Und ich glaube, sie sind heute wirklich klasse damit umgegangen. Und dann macht es natürlich auch Spaß, zu der Pressekonferenz zu gehen. Und du musst nicht über, wie hoch ist der Jackpot? 200. Okay, Steffen. Und du musst nicht über Kleinigkeiten reden. Bingo. Hey. Sondern kannst dich einfach freuen, dass die Mannschaft, und die meine ich, die Mannschaft mit Betreuer, Arzt, schieß mich tot, einen Bombenjob gemacht hat. Und da wollen wir dann am Sonntag gleich mal anknüpfen. Für euch im Prinzip die gleiche Situation wie für uns. Ihr habt noch ein paar Spiele, jetzt gegen direkte Konkurrenz, ich glaube gegen Erfurt müsst ihr noch. Wie siehst du da die Chancen, dass ihr auch jetzt den direkten Klassenerhalt perfekt macht? Wir haben alles in der Hand, also in unserer eigenen Hand. Wir haben zweimal noch Erfurt. Wir haben nochmal ein Derby gegen die Hannover Scorpions. Sonntag haben wir Timmendorf und da ist schon was zu machen. Nur ist es immer schwer nach so einer 5-0-Niederlage. Die Jungs, also ich will nicht sagen zu motivieren, weil die wissen, um was es geht. Wir wollen auch nicht bis April spielen. Ich glaube, das will keiner. Wir wollen in Urlaub. Und wir haben wirklich das ganze Jahr eigentlich okay gespielt. Eigentlich gehören wir da nicht unten hin, aber so wie Eishockey ist, man weiß nie. Man muss diese Punkte erst holen.
aber ich denke mit zwei wenigstens. Also wir haben es in unserer Hand, gegen Erfurt einmal gewinnen. Sonntag natürlich gegen Timmendorf wollen wir natürlich drauflegen. Wir schulden die sowieso ein und wir müssen das schaffen. Also ich bin eindeutig, glaube schon, dass wir das schaffen. Überhaupt keine Frage. Vielen Dank. Während jetzt, glaube ich, käme uns ganz gut gelegen, wenn die Wedemarker Erfurt und Timmendorf auch schlagen würden. Trotzdem, für uns gilt es auch, die Heimspiele noch zu gewinnen. Wie siehst du das mit den nächsten beiden Heimspielen, jetzt noch die nächsten beiden Sonntage dann anstehen? Ja, man muss das mal so als Ganzes sehen. Ich weiß, dass die Leute immer ganz schnell vergessen, wo wir herkommen, wo wir vor ein paar Jahren standen. Ich weiß, dass vieles kritisiert wird, besonders ich. Es war aber noch keiner da, der mir ganz viel Geld gibt, damit man vielleicht mal einen Fachmann holen kann. Nein, ich habe es den Jungs unten auch letzte Woche gesagt. Eben, was ich erwarte, ist einfach, dass sie das tun, was ich selber hier immer tue, und das sage ich ganz offen, eben wirklich mit Herz und mit Kinder weghören, mit Eiern daran zu gehen. Das ist, was Braunlage stark macht, immer schon. Wir hatten noch nie die besten Mannschaften, aber wir haben immer gut gespielt vor, ich sehe halt den Steffen, vor 20 Jahren haben wir das gemacht. Das zeichnet uns aus, das haben wir dieses Jahr, glaube ich, nur ein paar Mal vermissen lassen. Und darum finde ich es auch ein bisschen unfair der Mannschaft gegenüber. Ich kann da damit leben, dass da immer so Kritik aufkommt. Das ist eine Bombenliga mit 8, 9, 10 Profimannschaften. Und ich glaube, da machen wir einen guten Job. Wir haben Probleme aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen, dass wir halt das nicht immer abrufen können. Und trotzdem hat da unten jeder das Herz am rechten Fleck und wirft da alles rein, unabhängig von allem anderen. Und da sollte man auch mal zufrieden sein, man hat es heute gemerkt. Ich kann die Zuschauer verstehen, die wollen die Leidenschaft sehen. Aber es ist halt in der Liga schon sehr, sehr schwer, Woche für Woche auf dem Niveau zu spielen. Gerade wenn du eben diesen Nachteil hast mit ein-, zweimal in der Woche Training. Und dann ist das immer sehr belastend, wenn man eben da im Umfeld Sachen hört, die ich persönlich nicht für richtig halte. Als Norbert letzte Woche mich angerufen hat und gesagt hat, du pass auf, ich werde hier gerade entlassen, komm dann gleich immer ja husten zurück, schieß mich tot. Ich habe mich da nie drum gerissen. Aber wir haben immer das Beste draus gemacht und ich hatte schon vor Wochen gesagt, wir ziehen das jetzt durch bis 6. März. Wir werden bis dahin versuchen, jedes Spiel, ob zu Hause oder auswärts, diese Leistung abzurufen. Und ich bin mir ganz sicher, habe ich davor gesagt, dass es am Schluss reicht. Ich glaube, Rostock hat heute verloren, also rein theoretisch könnte man sie noch einholen. Nein. Und dann werden wir einfach mal einen Strich ziehen und das intern bewerten. Und versuchen dann einfach aus diesen Mitteln das meiste zu machen. Ich reiß mich nicht drum, hier zu stehen. Aber mich kann sich der Verein leisten. Ihr dürft mal fragen, was ein Trainer normalerweise in so einem Verein kostet. Und das ist halt einfach so eine Sache. Ihr müsst mit mir erstmal Vorlieb nehmen. Mach mal gerne. Ja. Das ist schon okay. Ich bin ja da kein Böse. Und ich habe vorhin unten gesagt, am 6. März werden wir die Stände hier leer saufen. Geht alle, das nicht schon am 2.? Nein, am 6. nach dem letzten Spiel werden wir das machen. Zwei Flaschen schicke ich nach Bali, damit Hubi nicht verhungert. Und dann werden wir uns zusammensetzen, schauen, ob es eine Lösung gibt, dass ich einen Trainer hole, der bezahlbar ist, der zu Braunlage passt und der den Job macht, was mir dann gewisse Freiheiten von der Zeit her auch so ein bisschen eröffnet, damit ich mich vielleicht mal
ein bisschen mehr um die junge Dame da kümmern kann. Die, ne? Die übrigens gestern Geburtstag hatte. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Tina. Happy Birthday to you. Und ich hatte vorhin mit Jörg Sternkegel gesprochen, der ja auch jedes Jahr glücklicherweise hier ist, der sagt, du, ich will einfach nicht mehr. Dann sage ich, Jörg, wenn wir zwei aufhören, dann setzen wir uns freitags oder sonntags, wenn ein Spiel ist, auf den Marktplatz. Dann setzen wir uns dahin. Treffen uns da mit ein paar ehemaligen, trinken Bierchen, gehen zum Eishockey. Und jetzt wirklich nicht böse gemeint und reden den gleichen Scheiß wie alle anderen. So. Also vielen Dank auch für das Ständchen. Dann machen wir es ganz kurz. Ich weiß, ihr wollt auch langsam nach Hause. Ganz kurz Fragen an die Trainer, möglichst zum Spiel natürlich. Und ich sehe eine Frage an den Trainer, den Herrn Reis. Herr Reis, Sie waren ja früher eher ein rustikaler Spieler. Wie erklären Sie sich, dass Ihre Mannschaft heute eher harmlos agiert hat? Das ist ganz einfach, Eishockey hat sich geändert. Ja. Früher haben wir, sage ich mal, Knastregeln gespielt. Es gab ein extra Regelbuch, der nicht da war, aber die Schiedsrichter haben es durchgehen lassen. War ein ganz anderes Eishockey. Und heute durch diese ganzen Verletzungen, die Spieler sind einfach schneller, besser. Hey, der Eishockey-Stock ist zum Tore schießen und nicht mehr zum Schlagen oder irgendwas. Hey, es ist so. Es ist so. Ich versuche mir heute Andy Pippus gegen Thomas Pape anschaue, muss ich natürlich sagen, und ich glaube, das hätte ich nie sagen wollen, Andy Pippus Punktsieger. Warte. Aber auch nur, weil der Schiedsrichter Tommy festgehalten hat. Er hat ihn gehabt und der Schiedsrichter tat es leid. Aber nichtsdestotrotz, nochmal zurück zu dieser Frage. Eishockey soll sauberer sein. Ich weiß, ich kenne euch auch zu lange. Es ist ja nicht so, dass ich es gestern. Wir kennen uns zu lange. Aber ist also, wirklich schon. Ne? Alles klar, vielen Dank. Ich denke mal, weitere Fragen an Bernd und so weiter können wir gleich im kleinen Rahmen machen. Ich sage einmal danke, Peter Weiß, für eine sehr schöne Pressekonferenz. Uns allen noch ein paar schöne Minuten hier auch im VIP-Raum. Unseren Gästen aus der Wedemarkt hat eine gute Handfahrt. Viel Erfolg in den weiteren Spielen. Dankeschön. Und ich denke, wir sehen uns dann nächstes Jahr in der Liga wieder. Ja, alles Gute, viel Glück noch. Wir schaffen das bald wie Niedersachsen. Wir gewinnen Sonntag, wir auch. Dann sind wir auch. Genau. Alles klar, in diesem Sinne. Vielen Dank und noch ein paar schöne Minuten. Dann nehmen wir noch